Guten Tag, mein Name ist Dr. Jochen Gierke. Ich bin Chefarzt der Geriatrie der Asklepios-Klinik Nord in Heidberg. Ich bin Sprecher des Kompetenznetzwerkes Altersmedizin unserer Asklepios-Klinik in Hamburg, dem ANCOS-Netzwerk. Und ich bin der betreuende Geriater der traumatologischen Abteilung in St. Georg, Barmbek und in Nord. Mein Name ist Michael Hoffmann. Ich bin Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie an der Asklepios-Klinik in St. Georg, hier in Hamburg. Und ich behandle die Patienten mit Schenkelhalsfrakturen unfallchirurgisch. Die geriatrische Behandlung umfasst die medizinische Versorgung, die therapeutische Mitbehandlung, die psychologische und sozialmedizinische Einordnung des Patienten mit dem Ziel einer möglichst selbstständigen Reintegration in die Häuslichkeit oder in die betreute Wohneinrichtung, wo unsere Patientinnen und Patienten herkommen. Unfälle mit Frakturfolge bei älteren Patienten sind sehr häufig, muss man sagen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das sind zum einen die schlechteren koordinativen Fähigkeiten bei älteren Patienten, aber auch die verminderte Festigkeit des Knochens. Da spielt Osteoporose eine ganz wichtige Grundlage praktisch. Die Frakturen oder die Brüche, Hüftgelenk, Arm, Oberschenkelknochen, sind mit die häufigsten Brüche, die ältere Menschen sich zuziehen können. Das Problem bei diesen Brüchen ist, dass die mit einer sehr hohen Mortalität, das bedeutet einer hohen Sterblichkeit, vergesellschaftet sind. Die wird beziffert aktuell mit 8% Sterblichkeit im Rahmen des stationären Aufenthaltes in den Kliniken und mit bis zu 25% der Patienten innerhalb eines Jahres. Der Oberschenkelhalsbruch bedeutet bei dem jungen Patienten tatsächlich nur ein gebrochenes Bein, was von dem Traumatologen behandelt wird. Bei dem älteren Patienten ist es eine tatsächliche Krise mit einer hohen Sterblichkeit, die deutlich höher liegt, zum Beispiel wie bei einem Dickdarmkrebs, was heute auch gut behandelt werden kann. Die Sterblichkeit allerdings resultiert nicht allein durch den Beinbruch, sondern durch die Zu- und Umstände bei unseren multimorbiden Patienten, der Polypharmazie, der Erkrankungen, die sie mitbringen, der verschiedenen gerinnungshemmenden Medikamente, die sie mitbringen. Und das zusammen ist das Gefährliche bei dem Oberschenkelhalsbruch. Denn gleich der Diabetes, die Blutdruckkrise, die Medikamente, die vielleicht nicht mit den Narkosemedikamenten zusammen korrelieren und auch das Delir, der gefürchtete postoperative Verwirrtheitszustand, der eine hohe Sterblichkeit unserer Patientinnen und Patienten bedeutet. Die besonderen chirurgischen Herausforderungen bei der Behandlung ist zum einen der Zeitpunkt der Operation. Dieser sollte so schnell als möglich nach dem Unfallereignis stattfinden. Da ist unsere Maßgabe, diese Brüche innerhalb von 24 Stunden zu operieren. Damit haben wir einen maßgeblichen Einfluss auf eine verringerte Sterblichkeit bei den Patienten. Die zweite große Herausforderung ist, dass wir die Patienten mit Implantaten versorgen, die unmittelbar nach der Operation voll belastbar sind. Das bedeutet, wir wollen gucken, dass unsere Patienten nach der Operation sofort aus dem Bett kommen und mit krankengymnastischer Hilfe aufstehen, ohne dass Orthesen oder Entlastung notwendig ist. Der Geriater wird unmittelbar nach Ankunft des frakturierten Patienten in die Behandlung mit einbezogen. Das bedeutet nicht nur ein Konsil wie im herkömmlichen Sinne, dass wir zu verschiedenen Fragestellungen uns äußern, sondern eine Mitbehandlung. Wir schauen in die Akte, wir schauen das Labor, wir beraten die Pflegekräfte, die Ärzte vor Ort, wir sprechen mit den Angehörigen, wir sehen den Patienten und besprechen kontinuierlich mit dem behandelten Team in einer wöchentlichen Teambesprechung mit gemeinsamen Visiten den Behandlungserfolg und das Prozedere unserer Patienten. Die Studienlage hat gezeigt, dass die gemeinsame Behandlung dieser älteren Patienten, die sich einen Bruch zuziehen, zwischen Unfallchirurgen und Geriatern zu einer deutlichen Reduktion der Sterblichkeit führen können. Und deswegen sind wir natürlich bestrebt, die geriatrischen Kollegen so früh wie möglich in die Behandlung
der Brüche mit einzubeziehen. Das heißt, wir schauen, dass im Prinzip von dem Moment an, wo die Patienten in die Notaufnahme kommen, wir diese Patienten identifizieren als Patienten, die von einer gemeinsamen Behandlung profitieren. Wir stellen diese dann den geriatrischen Kollegen unmittelbar vor und die Kollegen können bereits von zu Hause bzw. aus ihrer Klinik in unsere Daten reinschauen und sich ein Bild von dem Patienten machen. Und ein Bild von dem Patienten machen bedeutet, wie alt ist der Patient, in welchem gesundheitlichen Zustand ist der Patient, was nimmt er für Medikamente ein, welche Risikofaktoren hat er. Ganz wichtig, wie ich schon gesagt habe, unmittelbar von der Aufnahme bei uns in der Klinik ist die Zusammenarbeit gewährleistet und indiziert. Und diese Zusammenarbeit erstreckt sich im Prinzip über den gesamten Aufenthalt bei uns auf Station. Die interdisziplinäre Behandlung rettet Leben. Ganz einfach. Es haben internationale Studien, auch nationale Studien gezeigt, dass man durch die sogenannte orthogeriatrische Zusammenarbeit die Sterblichkeit, die Pflegebedürftigkeit und auch die Komplikationsrate deutlich reduzieren kann. Der Oberschenkel-Halsbruch ist eine Erkrankung, die zunimmt, 20% in den letzten 15 Jahren. Und wir müssen uns dieser Gefahr stellen und unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich behandeln, dass sie nicht an der Sterblichkeit oder an der Pflegebedürftigkeit leiden, sondern möglichst häuslich reintegriert werden können. Also wir haben ein Interesse an unseren Patienten und wir haben ein Interesse an unseren Patienten, dass wir die Sterblichkeit maßgeblich reduzieren. Und wir wollen das mit einem neuen Konzept machen. Der GBA-Beschluss, also die Richtlinie, die gilt, die hat eine Mindestvoraussetzung geschaffen an die Zusammenarbeit mit den geriatrischen Patienten, an den Zeitpunkt der Versorgung. Wir wollen schauen, und da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, dass wir mit zusätzlichen Mindestvoraussetzungen, die wir uns auferlegt haben, eine bessere Versorgung generieren und wir wollen diese bessere Versorgung am Ende messen. Das bedeutet, wir wollen eine Value-Based Medicine machen, das heißt eine werteorientierte Medizin, wo wir nachschauen können und nachweisen können, dass wir mit einem noch besseren Programm praktisch die Sterblichkeit der Patienten verringern und damit das funktionelle Ergebnis, also die Zufriedenheit der Patienten und das wieder zurück ins selbstständige Leben deutlich erhöhen können.